Es ist Punkt 17 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zum Safe Internet Webinar in der Schule und zu Hause für Erziehungsberechtigte heute am 26.01.2022. Schön, dass Sie alle da sind. Wir sind mittlerweile über 130 Leute. Im Sinne der Zeit, erstmal ein bisschen was Organisatorisches. Stellen Sie bitte die Mikrofone ab und nehmen Sie es nicht böse, wenn wir Sie stumm schalten, falls dann doch Hintergrundgeräusche da sein sollten. Aber nur weil Sie stumm sind, heißt das nicht, dass Sie keine Fragen stellen dürfen, sondern die sind erwünscht. Bitte stellen Sie diese in den Chat schriftlich. Wir sammeln Ihre Fragen und stellen sie dann an gelegener Stelle der Referentin. Ich stelle sie gleich vor, beziehungsweise es gibt eh am Ende des Webinars einen dezidierten Fragen- und Antworten-Teil. Die Veranstaltung wird übrigens auch aufgezeichnet. Wir werden die Aufzeichnung dann demnächst online stellen. Die offiziell angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen dann auch in einer Nachgangsmail eine Benachrichtigung. Einerseits über die Webinarfolien, andererseits aber auch über die Aufzeichnung. Die Aufzeichnung finden Sie aber auch, wenn Sie jetzt vielleicht durch einen geteilten Link hier im Webinar sind, auf der Mediathek der Homepage Digitales Lernen. Und jetzt schon der erste Aufruf bzw. meine erste Schleichwerbung. Muss regelmäßig auch stumm schalten, tut mir leid dafür. Meine erste Schleichwerbung an der Stelle: Bitte melden Sie sich zu unserem Newsletter an, damit Sie aus erster Hand Informationen zur Gerätinitiative bekommen. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch noch die Homepage und diverse andere Informationskanäle. Aber vom Newsletter kriegt man es eben frei Haus geliefert. Kurz zum Ablauf. Als allererstes für alle Lehrerinnen und Lehrer, Pädagogen, Pädagoginnen hier im Meetingraum. Sie können sich natürlich dieses Webinar anrechnen lassen. Voraussetzung ist die Inskription bei der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Kommt gleich mehr dazu. Dann machen wir eine kurze Umfrage mit einem Online-Tool genannt Mentimeter. Die Umfrage ist natürlich freiwillig und ich werde dann auch meinen Bildschirm teilen, damit Sie die Umfrageergebnisse sehen können. Dann kommen wir zum Hauptteil über mit der Referentin des heutigen Tages, der Frau Barbara Buchecker von Safer Internet. Grüß dich, Barbara, an der Stelle. Hallo, freue mich, dass so viele hier sind und dass ich auch manche Gesichter sehen kann. Das finde ich super. Und ja, meine Wenigkeit, Taifun Hasoglu, mein Name, Taifun wieder Sturm. Bin Projektmanager beim digitalen Lernen und eben auch in der Gerätinitiative tätig. Behandle natürlich, wie man hier merkt, auch den Punkt Webinare und Veranstaltungen. Und im Hintergrund meine Kollegin Monika Fiegel-Uber, die mich unterstützt, zum Beispiel beim Fragensammeln. Aber Sie haben sie ja auch schon mehrfach gehört. Ja, einen schönen Abend auch von mir. Ja. Und wie schon angekündigt, nach dem Hauptinhaltsteil geht es dann über in den Fragen- und Antworten-Teil, wo wir dann der Referentin, der Barbara, dann die Fragen stellen werden, die sie uns gestellt haben. Hier nochmal Aufruf, jederzeit im Chat. Und natürlich weitere Angebote und Abschluss. An der Stelle möchte ich jetzt schon mal sagen, bitte konzentrieren Sie Ihre Fragen auf den heutigen Fokus des Webinars, nämlich Safe Internet, eben für zu Hause und in der Schule für Erziehungsberechtigte. Es geht hier nicht um organisatorische Fragen bezüglich der Gerätinitiative oder Geräten an sich oder auch nicht rechtlich-technische Fragen. Da gibt es dementsprechend andere Webinare. Heute eben der Fokus auf Safe Internet, sprich die bewusste Nutzung digitaler Medien, deren Gefahren, aber auch Potenziale. Ich glaube, Barbara wird dann eh mehr dazu sagen. Nochmal organisatorisches eben am Anfang für alle Lehrerinnen und Lehrer. Sie können sich diese Veranstaltung anrechnen lassen. Es wird jetzt im Chat der Link, sozusagen die digitale Teilnehmerliste, gepostet. Für alle Nicht-Lehrerinnen und Lehrer ist es natürlich irrelevant. Sie müssen diese Teilnehmerliste nicht ausfüllen. Gut, Sie haben Zeit, Sie haben den ganzen Abend dafür Zeit, diese Teilnehmerliste auszufüllen. Wir werden dann die Möglichkeit im Laufe des morgigen Tages dafür abschalten. Und wie ich schon sagte, es kommt jetzt noch eine kleine Umfrage, die ist freiwillig, ein Online-Tool genannt Mentimeter heißt das. Eben per Link möglich daran teilzunehmen oder per Online-Code. Oder Sie könnten jetzt Ihr Smartphone an den Bildschirm halten und diesen QR-Code abscannen. Ich werde jetzt kurz meine Bildschirmpräsentation unterbrechen, damit wir die Umfrage sehen können.
Welche Herausforderungen haben Sie bzw. Ihre Kinder mit der Nutzung digitaler Medien? Sie könnten hier jetzt ein Schlagwort nennen, einen ganzen Satz vielleicht oder das, was Ihnen gerade so ad hoc in den Sinn kommt. Und dann sollte sich jetzt im Laufe der Zeit jetzt hier eine Wortwolke bilden. Warten wir noch ein bisschen, es wird so alle paar Minuten, paar Sekunden meine ich, aktualisiert. Je öfters ein Wort genannt wird, desto größer wird es auch. Ist immer ganz nett, durch so eine Umfrage so ein kurzes Feedback durchs Publikum einzuholen. Ja, jetzt trudeln Sie ein. Von knapp 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, da wird jetzt einiges eintrudeln. Jugendschutz lese ich hier, Zeitmanagement, die Bildschirmzeit. Ja, wir sind wie gerade auch vor einem Bildschirm. Dauer wird immer größer, wurde wahrscheinlich mehrfach genannt. Sie spielen nur, natürlich bei Kindern werden solche Endgeräte auch dafür genutzt. Passwort lese ich. Ich werde ab und zu Teilnehmer stummschalten, nicht für böse nehmen, wenn sie dann eine Meldung bekommen. YouTube, zu lange am Gerät, Häufigkeit, also die Häufigkeit meint man wahrscheinlich die Nutzung der digitalen Medien. YouTube wieder. Jugendtaugliche Themen. Die Umfrageergebnisse werden dann den Webinarfolien angehängt. Wir haben noch eine zweite Frage. Sie können auch weiterhin daran teilnehmen. Nutzen Ihre Kinder bereits digitale Geräte der Geräteinitiative? Sind vielleicht einige Erziehungsberechtigte heute im Raum, die deren Kinder an einer Schule sind, die über die Geräteinitiative schon Geräte erhalten haben, sprich Chromebooks oder iPads, Windows-Laptops oder Android-Tablets. Der Großteil sagt ja. Wir haben auch einen relativ hohen Balken mit Nein. Woran kann das liegen? Es liegt unter anderem daran, ich möchte es aber nicht weiter thematisieren dann, dass natürlich die Windows-Tablets noch nicht ausgeliefert worden sind, aber Ihre Kinder wahrscheinlich an einer Schule sind, die an der Geräteinitiative teilnehmen. Aber der Großteil der blauen Balken sagt ja. Sie haben schon Geräte aus der Geräteinitiative. Und hätten wir gefragt, gibt es überhaupt digitale Geräte, dann wären wahrscheinlich noch viel mehr bei Ja, weil gerade diese Altersgruppe ist ja die, wo das Smartphone eine sehr hohe Verbreitung hat und damit andere digitale Geräte auch wohl im Einsatz sind. Genau, ich verfolge auch ein bisschen den Chat. Natürlich, es gibt auch Klassenzimmer und Schulen, die natürlich schon vor der Geräteinitiative durch diverse andere Initiativen oder Programme Geräte erhalten haben. Das gibt es natürlich auch. Okay, gehen wir jetzt in den Inhaltsteil über. Ich beende meine Bildschirmpräsentation. Wie gesagt, Sie bekommen die Umfrageergebnisse auch frei Haus. Die sind an den Webinarfolien angehängt. Sie sollten wieder meine Folien sehen. Danke für die freiwillige Teilnahme an der Umfrage. Und wir gehen jetzt in den Inhaltsteil über. Hiermit, liebe Barbara, hast du das Wort. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Wenn ich jetzt so mir vor Augen halte, welche Themen da in dieser ersten Wortwolke drinnen waren, dann sind das definitiv solche Themen, die für Eltern insgesamt sehr wichtig sind im Zusammenhang mit den digitalen Geräten. Aber gehen wir mal eins weiter. Wer bin ich und woher komme ich? In den Schulungen mit Kindern im Übrigen lasse ich die Kinder am Anfang manchmal mich suchen und sie auch fragen, was denn mein Hobby ist, ob sie das herausfinden können, wie gut ihre Informationsbewertungskompetenz sozusagen ist, ob sie mich aufgrund meiner Tätigkeit dann auch in den sozialen Netzwerken finden und mein Hobby herausfinden können. Weil das so natürlich auch ein Thema ist, was gebe ich denn im
im Netz für Spuren hinterlasse ich? Und wenn man das an einer anderen Person, also so mit einer gewissen Distanz macht, das für Kinder oft auch dann ganz interessant ist, das für sich selbst oder für Personen in ihrem Umfeld zu suchen. Also mit Ihnen mache ich das natürlich heute nicht, daher ganz kurz die Vorstellung. Barbara Buchecker, ich bin die pädagogische Leiterin von SaferInternet.at. SaferInternet.at ist eine Initiative, die ursprünglich von der EU-Kommission ins Leben gerufen wurde. Uns gibt es jetzt seit 17 Jahren in Österreich und wir haben die Aufgabe, das Ziel, Kinder und Jugendliche möglichst vor Gefahren im Internet zu bewahren, fernzuhalten. Ja, in Wirklichkeit ist das nicht ganz so einfach. Was wir eher tun können, ist Aufmerksamkeit auf Themen zu lenken, die vielleicht herausfordernd sein können. Und wir machen das in erster Linie mit den erwachsenen Personen rund um die Kinder, indem wir Schulungen für Lehrende, für Eltern, so wie heute, machen. Und wenn wir dürfen und können, kommen wir, meine Kolleginnen und ich, auch zu den Kindern in die Schule und machen Workshops vor Ort oder auch online, je nachdem, was da möglich ist. Aber vor Ort ist sicher immer das Sinnvollste. Da aber nicht alles mit Schulungen alleine abgedeckt werden kann, haben wir auch eine Reihe von Inhalten, die vielleicht für Sie hilfreich sein können, wie zum Beispiel im Broschürenservice eine Reihe von Elternratgebern, sei es für Eltern von Allerjüngsten oder ein ganz großer Überblick Medien in der Familie für alle Altersgruppen. Manche Dinge davon kann man auch in Papierform bei uns bestellen und wird zugeschickt. Das hängt immer davon ab, ob diese Dinge gedruckt vorliegen, ob wir irgendwo Finanzierung finden, um diese Ratgeber auch zu drucken, weil sie sehr nachgefragt sind. Ein wichtiger Teil sind Privatsphäre-Leitfäden. Und das ist auch schon sozusagen ein Tool, das auf allen digitalen Geräten sehr hilfreich ist. Privatsphäre-Leitfäden, so für die klassischen sozialen Netzwerke. Wie kann ich dort welche Einstellungen vornehmen? Wir wissen aus unseren Umfragen im Rahmen des Jugend-Internet-Monitors, dass durchaus Kinder im Alter ihrer Kinder auch in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Und ja, laut Nutzungsbestimmungen und Datenschutzgrundverordnung sind sie dazu noch zu jung. Das heißt, die Begleitung durch die Eltern ist hier umso wichtiger. Und es ist zum Beispiel ein Punkt, Konten auf privat zu stellen, damit Kinder nicht unabsichtlich irgendwelche Dinge posten, die sie ein paar Jahre später bereuen, was auch immer wieder vorkommt. Ja, dass so die 14-, 15-Jährigen dann die Beiträge, die sie als 10-, 11-Jährige gepostet haben, zum Beispiel Musical.ly, das ist so etwas, was im Moment häufiger vorkommt, der Vorgänger von TikTok, dass ihnen dann mit 14, 15, 16 Uhr peinlich ist, aber sie die Dinge nicht mehr löschen können, weil sie damals die Einstellungen nicht richtig gemacht haben. Begleitung durch Eltern ist hier ein Weg, dass das den Kindern nicht passiert. Dann haben wir eine Reihe von Tests und Quiz. Das ist, glaube ich, vor allen Dingen für die Lehrenden unter Ihnen interessant. Zu allen möglichen und fast auch ein bisschen unmöglichen Themen finden Sie hier Dinge. Und das, was speziell für Sie als Eltern gemacht ist, ist der Videoratgeber Frag Barbara, wo ich Fragen, die uns so gestellt werden, beantworte. In recht kurzen Videos versuchen wir so möglichst die wichtigsten Infos hineinzupacken. Und da gibt es zum Beispiel eins, das erste Handy, auf was muss man alles achten, wo dann viele dieser Punkte mit Einstellungen und was muss man sperren und solche Sachen auch drinnen sind. Das könnte ja in der Altersgruppe ihrer Kinder relevant sein. Gehen wir auf die nächste Folie, Taifun, bitte. Wir stehen knapp vor dem Safer Internet Day. Der ist für uns der wohl so wichtigste Tag im Jahr. 8. Februar ist es heuer, ist immer in irgendwelchen Semesterferien. Das macht aber nichts, weil wir den ganzen Februar
zum Aktionsmonat rund um den Safe Internet Day erklärt haben. Und es passieren auch den ganzen Februar Aktivitäten. So haben wir heuer, veröffentlichen wir zum Safe Internet Day eine Studie, die wir mit Hilfe des Instituts für Jugendkulturforschung gemacht haben zum Thema Cybermobbing. Wir wollten so ein bisschen einen Überblick bekommen, wie ist das im Moment mit Cybermobbing, wie schauen da die Zahlen aus, welche Plattformen sind betroffen, wie sind auch die Arten und die Methoden von Cybermobbing. Wir werden das am 7. Februar veröffentlichen, die Zahlen dazu. Und wir haben am 16. Februar ein Webinar für Eltern, so rund um dieses Thema Cybermobbing. Wie kann ich mein Kind begleiten, schützen? Alle Themen so rund um Cybermobbing für Eltern. Falls Sie möchten, auf der Safe Internet AT-Seite finden Sie den Link dazu. Ist ein öffentliches Webinar. Kommen Sie einfach. Sollte Sie das Thema interessieren, wünschen tun wir uns ja alle, dass dieses Thema niemanden interessiert. Aber leider müssen wir sagen, Cybermobbing gehört zum Alltag der Kinder dazu. Es ist eine dieser Schattenseiten, die die digitalen Medien auch mit sich bringen. Nichtsdestotrotz, Mobbing hat es immer gegeben und es ist also auch nicht ein komplett neues Phänomen. Klarerweise ist es Ärger, weil viel umfassender und viel sozusagen auch für die betroffenen Personen Tag und Nacht etwas ist, das sie beschäftigt. Aber als Eltern lassen sich auch hier Dinge präventiv machen und auch dann im Anlassfall richtig reagieren. Und um das geht's dann in diesem Webinar. Ja, gehen wir hinein in sozusagen dieses Thema digitales Lernen. Warum ist das auch einfach so etwas Wichtiges? Nicht nur jetzt so im Zuge dieser Pandemie haben wir gesehen, wie wichtig es ist, dass Kinder, dass Jugendliche mit digitalen Geräten auch als Arbeitsinstrument umgehen können. Auch Sie haben es in der Wortwolke am Anfang geschrieben. Die Kinder spielen ja nur. Es ist nur ein Unterhaltungsmedium und wir alle, die beruflich damit zu tun haben, wissen, dass diese digitalen Medien ja weitaus mehr als nur ein Unterhaltungsmedium oder ein Spielzeug sind. Und daher ist es durchaus wirklich wichtig, dass Kinder auch lernen, diese Geräte anders, nämlich als Arbeitsinstrument zu verwenden. Die Pandemie hat es ein bisschen deutlicher gemacht, aber es ist einfach auch eine ganz wichtige Grundfertigkeit, die Kinder und Jugendliche erlernen müssen, auch für ihren späteren Weg. Und das heißt jetzt nicht, dass ich fordere, dass alle, ich weiß nicht, Vierjährigen schon mit digitalen Geräten lernen umzugehen, sondern dann, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, wenn es ins restliche Leben hineinpasst, altersadäquat. Wenn wir aber bedenken, dass Kinder immer früher in der digitalen Welt unterwegs sind, dann muss ich sagen, es ist einfach ab dann notwendig, genau diese digitalen Kompetenzen zu erlernen, wenn sie anfangen, mit den Geräten unterwegs zu sein. Und das ist schon im Kindergartenalter der Fall. Wenn Sie dann in der 5. und 6. Schulstufe sind, haben Sie schon viele Erfahrungen gemacht, gute wie schlechte. Auch Kinder im Übrigen, die keine Geräte zu Hause haben, haben solche digitalen Erfahrungen gemacht. Das ist bei den Freunden, bei Verwandten, den Cousinen und Cousins sind hier so oft verdächtige Personen, wo Kinder durchaus nicht immer nur gute Erfahrungen da mit den digitalen Geräte machen. Ich habe oft so die Situation, dass mir Eltern sagen, ach was, mein Kind kann da gar nicht davon betroffen sein, weil es hat eh kein Gerät. Dann bin ich, muss ich aber leider immer sagen, wir wissen aus Studien und auch aus der Erfahrung, dass die Kinder sehr wohl auch diesen Kontakt haben. Und eines der wichtigsten Dinge einfach ist, mit ihnen hier zu diesen Themen im Gespräch zu sein und sich nicht als Eltern sicher zu sein. Mein Kind kann sich treffen, weil es keinen Zugang hat. Es passiert trotzdem. Und dann sind diese Kinder oft auch
viel ratloser, wie sie mit zum Beispiel irgendwelchen Inhalten umgehen, die sie verstören, die sie nicht einschätzen können, die sie nicht überprüfen können. So das berühmte Beispiel der WhatsApp-Kettenbriefe, die Kinder mit wenig Erfahrung überhaupt nicht einordnen können und auch nicht wissen, wenn da drin steht, wenn du das nicht weiterschickst, stirbt deine Mutter, die hier kein Gefühl dafür haben, ob das jetzt wahr oder falsch sein kann. Heißt nicht, dass alle Kinder unbedingt immer mit digitalen Geräten arbeiten sollen, aber sie brauchen einfach die Begleitung, wenn etwas auftaucht, da, dass es da Personen gibt, mit denen sie drüber sprechen können. Na gut, aber wir sind ja hier in der Geräteinitiative. Wir können also davon ausgehen, dass die Kinder schon Geräte haben oder zumindest in absehbarer Zeit bekommen. Schauen wir auf die nächste Folie. Was sind also die Themen für Sie als Eltern, als Erziehungsberechtigte in diesem Umfeld des digitalen Lernens? Ihre Kinder werden im Unterricht die Geräte verwenden. Das wird mal mehr und mal weniger sein. Das wird auch im Laufe der Jahre in unterschiedlicher Abstufung vorkommen. Aber sie werden sie auch zu Hause verwenden, nämlich als Arbeitsgeräte. Sie werden die Hausübung drauf machen. Sie werden viele Programme verwenden, wo sie damit auch lernen oder Dinge einüben. Es gibt ja gerade zu ganz vielen Themen da sehr tolle Unterstützungsmöglichkeiten. Ich denke nur an GeoGebra in Mathe, das zwar jetzt noch nicht ganz am Anfang in den meisten Schulen auch genutzt wird, aber es so ein schönes Visualisierungsinstrument ist, um einfach auch Mathe besser verstehen zu können. Die Kinder werden Recherche zu Hause machen. Sie werden diese Recherche auch zu Themen machen, die nicht schulrelevant sind. Und da ist es dann umso wichtiger, dass sie auch wissen, wie sie diese Recherche machen und wo gute Orte dafür sind und wie man solche Recherchen auch dann überprüfen kann und die Inhalte, die ihnen hier unterkommen, auf die Richtigkeit überprüft. Und dazu brauchen sie auch das familiäre Umfeld, weil wie wir das alle wissen, das ist nicht einfach, das ist eine Herausforderung. Es kommen immer wieder Themen, die das besonders auch schwierig machen, auch gesundheitliche Themen, abgesehen von Corona. Wir wissen, dass bei Kindern und Jugendlichen so gesundheitliche Themen wie zum Beispiel Ernährung, Ernährungsmythen, Sport, Körperbilder ein ganz großer und wichtiger Bereich ist, der die Kinder interessiert, wo sie auch nach Informationen suchen und oft sehr mal windigen, sagen wir mal so, windigen Quellen hier auch aufsitzen. Und was machen Kinder noch? Sie machen, hier steht so schön, digitale Produkte. Also das können die kleinen Videos auf TikTok oder die Sprachnachricht in WhatsApp oder die Bildbearbeitung zu einem Meme oder Sticker in WhatsApp, Snapchat oder sonst irgendwo sein. Digitale Produkte in jeglicher Art und Weise ist etwas, was Kinder wie selbstverständlich machen, das einfach nur so nebenbei passiert. Und so jemand wie ich aus der Generation Vierteltelefon, also völlig undigital aufgewachsen, wir oft nur staunen können, in welchem Affengeschwindigkeit die Kinder technisch in der Lage sind, solche digitalen Produkte herzustellen. Oft fehlt ihnen aber dieses Rundherum, was ist eigentlich erlaubt, was ist okay, woher kriege ich auch Inhalte, die ich tatsächlich verwenden darf und ist es eigentlich okay, wenn ich Sticker von irgendeiner Person aus meinem Umfeld mache und dann in WhatsApp verwende, also zum Beispiel irgend sowas und dann das in allen möglichen WhatsApp-Gruppen dann weiterschicke. Das fehlt Ihnen, das heißt also rundherum um die digitalen Produkte, da brauchen Sie die erwachsenen Begleitpersonen. Ja, das Ziel ist also, die digitalen Geräte als Arbeitsinstrument zu nutzen. Wir wollen im Endeffekt, dass sie das eigenständig können. Am Anfang wird das aber einfach auch oft in der Begleitung sein. Und Sie sehen schon, als jemand aus der Generation Vierteltelefon kommend, nicht digital aufgewachsen,
Wir kennen das, wir sind da den Kindern immer technisch hinten nach. Sie sozusagen tun sich da oft viel leichter, diese Geräte sich selbst zu erobern. Sie haben da keine Scheu, Sachen auszuprobieren. Aber das eigenständig heißt nicht, dass wir hier nicht mit ihnen unterwegs sein sollten, auch können, indem wir einfach manche Dinge uns miteinander anschauen und auch besprechen. Es kam das Thema YouTube relativ häufig, auch in dieser ersten Runde. YouTube ist ein gutes Beispiel dafür, weil in YouTube ja auch eine ganze Bandbreite an Videos vorhanden ist und hier einfach einmal auch sich die YouTube-Videos der Kinder miteinander anzuschauen, sich da auch vielleicht auf das eine oder andere einzulassen, aber auch dann mit den Kindern besprechen zu können, was ist denn das, was du da siehst und wie ist das auch zu bewerten. Die andere Plattform, wo viele Kinder unterwegs sind, auch in der Altersgruppe ihrer, ist TikTok, wo die Videos noch kürzer sind, wo die Videos noch mit mehr Musik und multimedial gestaltet sind. Auch das ist durchaus sinnvoll, sich das mit den Kindern anzuschauen. Aber TikTok ist definitiv für jemanden wie mich, der Generation Vierteltelefon, eine Herausforderung, weil es irrsinnig viel Aufmerksamkeit braucht, weil es sozusagen dieses Ton, Bild, irrsinnig schnelle Schnitte, die Konzentrationsfähigkeit da manchmal nicht gegeben ist. Ich finde, da ist in YouTube ein bisschen leichter, das auch miteinander anzuschauen und dort mal zu beginnen. Das Wichtige ist einfach mit den Kindern hier das so in den Alltag hineinzubringen. Wie spreche ich über diese Inhalte? Wie schaue ich mir das vielleicht auch mal kurz vorm Schlafengehen miteinander an, statt der Gute-Nacht-Geschichte früher vielleicht ein YouTube-Video miteinander anzuschauen und dann auch durchaus zu besprechen? Es braucht also so einfache Wege, wie man das in den Alltag gut integrieren kann. Ja, gehen wir weiter. Für uns Eltern, und das sind viele der Themen, haben Sie ganz ähnliche Art und Weise auch in dieser ersten Runde angesprochen. Wenn es um die digitalen Geräte geht, dann müssen wir darauf schauen, dass diese Geräte auch einsatzbereit sind, dass die Kinder in der Lage sind, den Verführungen zu widerstehen. Sie haben das mit der Zeit und der Dauer und der Häufigkeit und den Inhalten angesprochen. Ja, das ist eine ganz, ganz massive Herausforderung, für die Kinder, für uns Eltern, aber auch für uns als nutzende Personen selbst. Denn ganz viele ist bei ganz vielen dieser sozusagen Angebote, die sind ja genauso gemacht, dass ich immer wieder drauf schaue, dass ich auch immer wieder sozusagen hingehe, dass die Benachrichtigungen mich immer wieder hineinziehen. Es geht um Privatsphäre und Daten, den Umgang miteinander. Sie haben das mit dem Recht am eigenen Bild angesprochen. Informationen bewerten kam jetzt bei Ihnen nicht so. Das ist etwas, was ich als aber doch als sehr wichtig empfinde, weil wir immer wieder sehen, wo da Kinder auch hineingeraten. Kostenvermeidung, Ängste ernst zu nehmen. Ich habe das Thema der Kettenbriefe schon angesprochen, ein Thema, das uns schon viele Jahre begleitet. Und das Allerwichtigste, das sich durch all das durchzieht: Wir Eltern sind Vorbild in der Nutzung der digitalen Geräte, wie wir es tun, wie wir mit den Dingen umgehen. Das schauen sich die Kinder ab, im Guten wie auch im Schlechten. Und nicht immer ist das sehr angenehm. Aber leider ist es so. Ja, gehen wir mal zu den Punkten, die man einfach nicht vergessen sollte, die aber sozusagen ein bisschen schneller auch abhandelbar sind, bis es dann zu den Fragen kommt, was für Möglichkeiten haben wir denn auf den Geräten selbst, die Geräte einsatzbereit halten. Und wir gehen damit auf die nächste Folie. Eins davor. Genau, das ist etwas, was immer wieder Lehrende, die schon lange mit digitalen Geräten arbeiten, sagen:
Die Geräte haben den Akku nicht geladen, es fehlt das Zubehör, die Kopfhörer, das Ladekabel, die Stifte etc. Sind nicht beisammen, die Updates sind nicht erfolgt, wobei ich glaube, das erfolgt eher automatisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das ja gerade die ersten Punkte, Akku und Zubehör, das ist etwas, da muss man als Eltern drauf schauen, urnervig. Hast du das mit? Schauen, ob die Kopfhörer noch funktionieren, all diese Sachen. Das ist nervig, aber es spielt sich im Laufe der Zeit immer besser ein. Und am Anfang ist das auf jeden Fall etwas, wo man drauf schauen muss. Ein paar von Ihnen haben auch Fragen gestellt schon sozusagen zu den Kindersicherungsangeboten. Auf die komme ich gleich. Gehen wir aber noch einen Schritt dorthin zu dem ganzen Thema, wir nennen es jetzt technischer Geräteschutz, Cybercrime-Prävention, wenn Sie beruflich tätig sind, das wäre die nächste Folie, wenn Sie beruflich tätig sind, dann kennen Sie diese Dinge und ja, das sind halt auch Sachen, die wir mit den Kindern besprechen müssen und da beginnen wir mal mit dem ersten, dem Passwort. Es ist leider so, dass Passwörter ein Thema ist, das ja, in all den Jahren, wo ich das hier mache, nicht weniger wichtig wird. Passwörter sind wie eine Zahnbürste und die sollst du an andere nicht weitergeben, ist hier vielleicht ein hilfreicher Spruch. Warum sage ich das auch immer wieder? Das Problem ist, dass Kinder Passwörter weitergeben. Es gibt einfach Situationen, wo sie das tun. Das kann sein, weil sie sich etwas erhoffen. Ja, du spielst mir in dem Spiel einen Level weiter und dann bin ich besser in dem Spiel und daher gebe ich dir mein Passwort. Oder wo sie erpresst werden. Wir sind nur noch beste Freunde, wenn auch der Fingerabdruck von mir auf deinem Handy ist. Das ist so ein manchmal übliches Vorgehen, gerade Kinder in der Altersgruppe der 5. und 6. Schulstufe und der Mädchen habe ich das sehr viel bemerkt und versucht da immer wieder zu sagen, nicht in Ordnung, bitte gebt nicht die Fingerabdrücke eurer Freunde auf eure Geräte, löscht das wieder. Passwörter gehören euch und Zugänge zu den Geräten gehören nur euch. Das heißt natürlich nicht, dass nicht Eltern einen Zugang zu den Geräten haben, vielleicht sogar haben müssen. Gerade wenn die Kinder so jung sind, macht das auch Sinn. Aber es ist wirklich wichtig, dass man Passwörter nicht weitergibt. Ein ganz wichtiger Geräteschutz heute ist, dass man Programme up-to-date hält. Das heißt, dass man Updates macht. Das ist am Handy, am Computer, im Betriebssystem, bei den Programmen, ganz egal wo. Bitte machen Sie solche Updates auf Ihren Geräten, auf den Geräten der Kinder und machen Sie Backups. Eine der größten Bedrohungen, die wir so derzeit haben, ist einfach Ransom-Software, also Erpresser-Software, die mittels Phishing, also Passwort, Phishing, zusammengesetztes Kunstwort, versuchen, Zugang zu allen möglichen Geräten zu erhalten, um dann die Daten zu verschlüsseln, um dann Geld zu erpressen von den Besitzenden. Das ist natürlich im beruflichen, im Unternehmen oder in auch großen Organisationen Umfeld eine besondere Herausforderung, aber dabei bleibt es nicht. Es sind auch Einzelpersonen davon betroffen. Wenn man mittels der Kinder an eine ganze Schule kommt, ist das sicher ein lohnendes Ziel. Das heißt, hier einfach sehr aufmerksam zu sein, ist wichtig. Und dazu gibt es zwei sozusagen Präventionsmaßnahmen. Das eine ist das Update der Betriebssysteme und das andere ist einfach nachzudenken, wenn man einen Link irgendwo sieht, bevor man den anklickt. Und mittlerweile kommen solche dubiosen Links
in so gut wie allen Kommunikationskanälen daher, von WhatsApp, E-Mail, SMS, eigentlich überall, wo man eine Nachricht erhalten kann, kann die sein. Das heißt, hier einfach vorsichtig zu sein, aufmerksam zu sein. Das ist hier etwas ganz Wichtiges. Und wenn Sie mobile Endgeräte haben, bitte Apps nur aus den offiziellen App Stores, weil Sie hier eine größere Sicherheit haben, dass es sich nicht um dubiose Software, die vielleicht andere Dinge im Hintergrund tun, installiert haben. Ja, wir gehen auf die nächste Folie. Das ist jetzt ein bisschen eine Zusammenfassung noch einmal. Der PIN-Code und das Passwort Sperrmuster, Fingerprint, hier wirklich die Kinder zu unterstützen, dass sie solche Sachen nicht weitergeben, dass sie sich auch welche aussuchen, die nicht 1111 oder 1234 sind. Sind hier wichtig, ein sicheres Passwort. Im Moment hat, sagt man, 16 Zeichen mindestens, besteht aus Groß-, Klein-, Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen. Mittlerweile sagen wir auch oft nicht mehr nur Passwort, sondern schon Passsatz, weil wenn ich mir einen absurden Satz merke, den man nicht leicht erraten kann, ich wohl im Moment auf der sichersten Seite bin, denn ein Passwort, je länger es ist, umso besser ist es. Ja, hier stehen noch ein paar Dinge, so wie Kosten, vor allem In-App-Käufe. Das Problem ist, dass Kinder in ihrem Alter, so 11, 12 Jahre, hier ganz häufig davon betroffen sind. In-App-Käufe bedeutet, dass ich in einer App einen Kauf mit echtem Geld mache. So, wie kommen jetzt Kindern echtes Geld? Das sind oft Gutscheinkarten, die man auch im Supermarkt kaufen kann. Oder es ist die Kreditkarte der Eltern, die irgendwo hinterlegt ist. Es ist aber so, dass, was ich so bemerkt habe, dass In-App-Käufe manchmal bei Kindern schon fast so wichtig sind, wie, ich weiß nicht, sich im Supermarkt Zuckerl zu kaufen. Und dass das durchaus auch mit so einer Selbstverständlichkeit gerade im Bereich von Spielen auch erfolgt. Manche Spiele sind hier mehr prädestiniert als andere. Manche Spiele sind mehr verführerisch zu In-App-Käufen. In manchen Spielen kann man sogar ohne In-App-Käufe weiterkommen, nur die Kinder sind ungeduldig und wollen es dann trotzdem machen und hauen dann die Oma an oder so um so eine Gutscheinkarte, und manchmal kriegen Eltern das nicht einmal selbst mit. Thematisieren Sie das mit den Kindern? Ich weiß, dass in ganz vielen Familien so die Regel ist, alles muss kostenlos sein, keine In-App-Käufe. Aber das lässt sich für Kinder oft nicht so ganz einfach durchhalten. Das heißt, besser sind Regeln zu machen, okay, in was für einem Umfang, weiß ich, dass zu einem Geburtstag mal eine Gutscheinkarte kommt, vielleicht in Ordnung ist. Aber versuchen Sie da einfach zu schauen, wo Ihre Kinder gerade unterwegs sind, was denn die Dinge sind, die Sie interessieren, und schauen Sie, wie weit sind hier In-App-Käufe einfach eine größere Herausforderung. Im Übrigen auch in sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel in TikTok, können In-App-Käufe eine Herausforderung werden, weil in TikTok zum Beispiel kann ich, wenn jemand live geht, ich Geschenke mache und die zahle ich dann mit echtem Geld. Ich würde mal sagen, gehen wir zu der Folie mit den Kinderschutzsoftwaren ein. Das ist diese hier, genau, weil die jetzt schon, ich habe es schon einige Male jetzt auch in Privatnachrichten an mich bekommen. Deshalb würde ich die jetzt ganz gern vorziehen. Es ist so, dass ich eigentlich mittlerweile auf allen Geräten, die so handelsüblich da sind, ich die Möglichkeit habe, so etwas wie Kindersicherungen
einzustellen. Und wir haben das in dieser Broschüre Technischer Kinderschutz gemeinsam mit der ISPA erstellt, so einen Überblick gemacht, was gibt es denn hier für überhaupt technische Möglichkeiten, was wird sozusagen da angeboten und was kann ich überhaupt sinnvollerweise hier auch einrichten. Und da ist es vielleicht ganz generell, Tafun, würdest du auf die nächste Folie gehen? Ganz generell ist es so, je älter mein Kind ist, desto weniger sinnvoll ist es. Wir könnten jetzt sagen, wenn wir dann ganz hinaufgehen in unsere Elterngeneration, machen diese Dinge wieder Sinn, aber Spaß beiseite. Bei den Kindern und Jugendlichen ist es so, je älter sie sind, desto weniger Sinn machen die, weil die Jugendlichen eigentlich Wege finden, diese zu umgehen. Das wissen wir einfach aus der Praxis, dass wenn man sich jetzt als Elternteil nicht irrsinnig viel damit beschäftigen möchte und nicht irrsinnig auch auskennt oder großes Interesse hat, wenn die dann mal 14, 15 sind, finden sie Wege rundherum. Und da macht das dann schon weniger Sinn. Da ist es einfach auch wichtig, dass die Kinder, die Jugendlichen in diesem Alter eigentlich in der Lage sind, auch bis zu einem gewissen Grad selbst einen sicheren Weg gehen zu können. Das ist ein bisschen viel verlangt, ich weiß, und auch nicht immer realistisch, aber sie finden einfach Wege, solche technischen Kinderschutz zu umgehen. Je jünger sie sind, desto mehr Sinn macht es. Und hier machen durchaus so Sachen Sinn wie die Zeit einzustellen, auch inhaltliche Kontrollen, inhaltliche Einschränkungen zu machen. Etwas so ganz Einfaches ist zum Beispiel in Google in der Suchmaschine Family Safe Search einzustellen, weil es damit ein bisschen weniger wahrscheinlich macht, dass die Kinder bei der Google-Suche auf komische Inhalte stoßen. Ganz generell ist es so, dass eigentlich alle Betriebssysteme, ganz egal, ob das jetzt mobile Geräte oder PCs oder Laptops oder auch Spielekonsolen sind, solche Einstellungen anbieten. Die Möglichkeiten, die Sie da haben, finden Sie alle in dieser Broschüre. Wir empfehlen die der Betriebssysteme selber. Warum? Sie müssen sich vorstellen, solche Einschränkungen oder sozusagen so ein Eingreifen in ein Gerät vorzunehmen, ist ein gewisser sozusagen Sicherheitsrisiko, ja? Weil ich da jemandem anderen Rechte gebe, auf einem Gerät etwas zu machen. Und die Betriebssysteme sichern so ab, dass hier nicht dritte, vierte, hundertste Hacker sozusagen drauf zugreifen können. Aber das können wir einfach nicht immer. Es hat einfach in der Vergangenheit auch Fälle gegeben, wo so Schutzsoftware, die extra installiert wird, dann durchaus ein Hintertür war für Dinge, die nicht so gewollt waren. Die beiden großen Betriebssysteme, Android-Geräte, da ist der Family Link, die sozusagen der Weg, wie man das einstellen kann, wo ich auf dem Elterngerät einfach Einstellungen mache, was mein Kind sehen und tun kann, welche Apps es installieren kann, ob es überhaupt Apps installieren kann, mit meiner Zustimmung oder ohne meine Zustimmung und ähnliche Dinge. Auf den iOS-Geräten, also auf den Apple-Geräten, heißt das Bildschirmzeit. Klingt ein bisschen komisch, ist auch nicht immer einfach zu finden, aber das ist das Äquivalent zu Family Link, zu Google Family Link. Sie können also hier genau solche Dinge einstellen. Wie lang darf das Kind online sein? Was darf es zugreifen? Welche Apps darf es verwenden? Solche Dinge können Sie hier regeln. Für die Google-Suchmaschine, in der Suchmaschine selbst, haben Sie noch das Family Safe Search. Das ist aber jetzt wirklich Google als Suchmaschine, nicht das Betriebssystem. Ja? Das ist also, wenn die Kinder in einfach googeln, dass sie hier nicht allen Blödsinn dieser Welt finden.
Das ist sozusagen noch ein bisschen etwas anderes. Wenn Sie Zeit einstellen, bedenken Sie hier, dass die Kinder für die Schule Zeit brauchen. Bedenken Sie also nicht nur das Spielen der Kinder, sondern auch die Zeit, die sie für die Schule, in der Schule, am Gerät, außerhalb der Schule brauchen. Das mit der Zeit ist generell so eine oft schwierige Sache dann in der Praxis, weil wir als Eltern oft sehr verführt sind, diese Zeit sehr kurz zu halten. Die Kinder möchten sie natürlich sehr lang halten, weil sie möchten das alles möglichst ausreizen und ausschöpfen. Und man muss da einfach einen Mittelweg finden. Manchmal ist es durchaus besser, diese Zeit ein bisschen länger den Kindern sozusagen mit Hilfe dieser Schutzprogramme zu geben und dann eher andere Maßnahmen zu machen, damit sie diese Zeit gar nicht ausnutzen. Und ich muss sagen, in ganz vielen Fällen ist es ja so, dass die Kinder ohnehin so viel zu tun haben, dass sie da gar nicht viel dazukommen, wenn all das Programm wieder so läuft, wie es laufen könnte oder sollte. Warum da so diese Überlegung, ein bisschen mehr Zeit zu geben? Wenn Kinder immer gegen die Grenzen laufen und hier ständig sich Konflikte auch daraus entwickeln, dann lernen sie auch nicht eigenständig eigentlich sozusagen sich selbst auch selbst zu regulieren. Ja? Und das ist aber wirklich etwas, was sie später können müssen. Und wir merken aus den Gesprächen mit den Kindern, dass sie das vor der Pubertät noch irgendwie hinkriegen. So diese Reflexion, wann wird es mir denn eigentlich zu viel? Wann müsste ich denn aufhören? Wenn die Pubertät kommt, ist das viel zu spät, weil da ist es natürlich das Allerwichtigste, über Grenzen hinwegzugehen. Klar, das war nie anders und wird wohl auch nie anders sein. Aber vor der Pubertät kann man Kinder schon noch eigentlich dazu ermutigen, auf ihren Körper zu hören und so auch Merkmale zu finden, wann muss ich denn aufhören. Und ich mache das in Volksschulklassen immer wieder, dass ich die Kinder frage, naja, woran erkennst du, dass es Zeit wird, aufzuhören? Und die Kinder haben da eigentlich ein ganz gutes Gespür. Also, was weiß ich, mir tun die Augen weh, ich möchte mich bewegen, ich fange an zu verlieren, ich werde grantig, ich werde hungrig, ich werde müde. Das sind so die Dinge, die sie da sagen. Und sie da wirklich dabei zu unterstützen, dass sie das auch für sich selbst entdecken können und dann entsprechend handeln können, das wäre also das, was wir eigentlich als Eltern erreichen möchten. Nicht einfach, geht auch nicht bei allen Kindern. Manche Kinder brauchen sie ganz einfach. Die brauchen Kontrolle und die brauchen ganz strikte Regulation und da hilft natürlich der technische Kinderschutz sehr. Es gibt aber auch Kinder, für die ist das behindernd, die eigentlich sich ganz gut organisieren und steuern können und für die sind dann solche Einschränkungen eher, sagen wir mal, Anlass dazu, es erst recht zu machen. Ja. Also man muss seine Kinder kennen, man muss sozusagen auch jedes einzelne Kind anders behandeln und auch andere Wege geben. Bei manchen helfen sehr selbstbestimmte Regeln und bei anderen helfen Grenzen. Wenn es dann in Richtung Pubertät geht, also eine Zeit, wo die Kinder einfach über Grenzen drüber gehen, wo diese Kontrollen mittels der digitalen Technologien unter Umständen nichts mehr helfen, weil sie ausgeschaltet werden, dann ist es sehr viel wichtiger, auf andere Ebenen zu gehen, nämlich dass man sich darauf einigt, was ist denn das, was die Kinder wirklich machen müssen. Also was sind die schulischen Dinge, was sind die Perspektiven der Kinder im Leben,
Dinge, die gerade in den letzten Jahren extrem schwierig waren. Ich habe das bei ganz vielen Eltern miterlebt, wo die Kinder in den Zeiten von Homeschooling völlig abgedriftet sind, diese Perspektiven völlig aus den Augen verloren haben, wo keine berufspraktischen Tage möglich waren, also auch keine so Perspektive für die Zukunft eigentlich da waren und wo es dann oft wirklich notwendig ist zu schauen, was hilft dem Kind jetzt im Moment als Perspektive? Was kann es hier jetzt andere Dinge geben, die hilfreich sind? Beziehungsweise wenn man sieht, dass das Kind einfach, dass der Medienkonsum total überhand nimmt, auch wirklich mit dem Kind zu hinterfragen, warum ist das so? Was ist der Mehrwert? Ja, also klassisch 14-jähriger Bursche, der in irgendeinem Computerspiel hineinkippt. Ein bisschen ein Exkurs, weil ihre Kinder sind ja noch vor diesem Alter, aber egal, irgendwann wird es auch bei ihren Kindern so weit sein. Also nehmen wir diesen 14-jährigen Burschen, der ins Computerspiel hineinkippt und wo man dann vielleicht im Gespräch draufkommt, in der Schule ist alles so mühsam, die Freunde haben sich verändert, da kommt man irgendwie nicht mehr mit, was eigentlich so 13, 14 ein recht typisches Alter ist. Aber im Computerspiel selbst hat man Erfolge. Da ist es sozusagen, da arbeitet man mit anderen zusammen, man hat das Gemeinschaftsgefühl, es ist einfach ein Ort, an dem man sich wohlfühlt und wo dieser Bursche sozusagen auch mit sich selbst zufrieden sein kann. Wenn das der Punkt ist, dass im echten Leben, also im schulischen und so weiter Umfeld nicht mehr gelingt, dann ist es absolut wichtig zu schauen, wie kann man ihm unterstützen, dass das im schulischen oder anderen Umfeld wieder leichter möglich wird. Also vielleicht gibt es sowas wie Sport, der hier dazu hilfreich sein kann. Oder vielleicht gibt es in der Schule irgendwelche weiteren Angebote, die hier ihm ein anderes Umfeld bieten. Ich kann mich an einen erinnern, der ist in dieser Phase dann zu den Peer-Mentoren der Schule dazugegangen und hat dann die jüngeren Kinder an der Schule im Bereich der Computerspiele unterstützt, weil er sich dort total gut ausgekannt hat. Also sozusagen einfach andere Bereiche zu finden, wo dieses mit sich selbst zufrieden sein können, was einfach für Jungs in diesem Alter nicht einfach ist, doch ein Spur möglich ist. Also über den Tellerrand hinausschauen und das Allerwichtigste wirklich bei diesen ganzen Themen Medienkonsum ist, es braucht Alternativen, es braucht attraktive Alternativen und das ist halt in Zeiten, wo diese digitalen Medien auch so gestaltet sind, dass sie psychologisch alle unsere menschlichen Sinne ansprechen, etwas durchaus Herausforderndes. Und wir wissen das ja auch selbst, wie diese Dinge auf uns wirken und wie oft schwer wir uns dem widersetzen können. Nehmen Sie also jemand wie ich, Generation Vierteltelefon, das Fernsehen her, wie schwierig es ist, sich dem Binge-Watching von irgendwelchen Serien zu entziehen, da aufzuhören, wenn die so gemacht sind, dass wir jedes Mal vor dem Ende einer Folge der Cliffhanger zur nächsten kommt und mich dazu verführt, einfach weiterzuschauen. Also es ist durchaus etwas, was wir selber kennen. Und hier nochmals der Hinweis, die Kinder, die lernen von uns und sie machen uns alles nach. Also auch wenn wir hier das als Herausforderung ansehen, das dann zu thematisieren, ist durchaus etwas, was vor allen Dingen dann auch unseren etwas älteren Kindern ein bisschen Eindruck macht. Noch einmal die Zusammenfassung, 2 Folien zurück, bitte Taifun. Dieses Tortendiagramm. Ich nutze kurz die Gelegenheit, weil
In ein, zwei Bildschirmen habe ich gesehen, dass hier natürlich können Sie mitschreiben, sich Notizen machen. Nur Sie bekommen natürlich die Webinarfolien auch von uns zur Verfügung gestellt. Sie sind dann im Nachgang, also alle angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen sowieso eine Nachgangsmail mit dem Link zur Mediathek, aber Sie finden die Folien dann auch demnächst in der Mediathek der Homepage Digitales Lernen. Oder kurz gesagt haben, weil vielleicht schreibt mir jemand hier die Folien ab oder so. Das ist nicht nötig. Gut, dann hüpfe ich mal zurück. Ja, den Verführungen widerstehen. Ich fasse das jetzt noch mal kurz zusammen. Die Alternativen braucht es. Das heißt auch, dass wir die als Eltern bieten müssen. Das heißt auch, dass wir unseren inneren Schweinehund überwinden müssen und hier den Kindern entsprechend irgendwelche Dinge mit ihnen auch machen. Die Zeit hier zu besprechen und hier auch zu schauen, was denn da das Adäquate für das einzelne Kind ist und auch welche Inhalte konsumieren die Kinder. Und das können auch Inhalte sein, mit denen wir als Erwachsene, als Eltern nicht einverstanden sein müssen. Das Spiel, das wir inhaltlich widerwärtig finden, abstoßend finden, etc. Aber gerade bei Spielen ist es wichtig, sich anzuschauen, was ist wirklich, was in diesem Spiel passiert und sich nicht von dieser äußeren sozusagen Hülle täuschen zu lassen, gerade wenn es zum Beispiel um Shooter geht. Das sind oft andere, eigentlich viel sportlichere Dinge, die da manchmal dahinter stehen. Ganz wichtig, hier mit den Kindern über die Dinge reden und sich das auch von ihnen erklären zu lassen. Und das ist definitiv ja eins der wichtigsten bei der ganzen Medienerziehung, miteinander diesen Weg zu gehen und miteinander sich auf Neues auch einlassen. In dieser sozusagen, bei all diesen Reisen kommt man auch auf Inhalte, die nicht für Kinder in diesem Alter gedacht sind. Ich denke da an die Pornos, die immer wieder auch bei Kindern in diesem Alter auftauchen. Poppt irgendwas am Handy auf, eine Werbung wird plötzlich angezeigt, wo solche Inhalte da sind. Ja, das kann immer vorkommen, auch wenn ich Kindersicherungsmaßnahmen eingestellt habe. Das ist möglich und deshalb, ja, immer auf dieses Gespräch auch vorbereitet sein. Wenn die Pornos daherkommen, dann muss ich mit meinem Kind auch drüber reden. Dann muss ich auch, die Aufklärung ist meistens schon früher passiert. Meistens so im Lauf der späten Volksschule hat man dieses urpeinliche Thema hinter sich gebracht. Das ist so das, was ich immer wieder mitkriege. Ja, es ist urpeinlich, es ist den Kindern peinlich, es ist den Eltern peinlich. Aber trotzdem, es ist wichtig. Wir müssen diese Themen ansprechen. Und wenn ich jetzt sehe, dass solche Porno-Werbungen bei den Kindern daherkommen, obwohl es Sicherheitseinstellungen gibt, obwohl die Kinder nicht aktiv danach gesucht haben. Es kann einfach vorkommen, dann ist es einfach notwendig, mit ihnen auch über dieses Thema zu reden. Und das kann einfach auch sein, dass man erklärt, dass Pornos sowas wie Actionfilme, Fantasyfilme sind und eigentlich nur bis zu einem gewissen Grad etwas mit gelebter Erwachsenensexualität zu tun haben. Dass das notwendig ist, ist einfach, sehen wir dann, dass Kinder, Jugendliche, die dieses Gespräch nicht hatten, dann das sehr wohl als Aufklärung ansehen, und da auch falsche Erwartungen dann haben. Und auch dieses Thema überlebt man, übersteht man. Es ist wirklich für die Kinder notwendig. Und das Allerbeste, was uns passieren kann als Eltern, wenn sich die Kinder Jahre später nicht mehr an das Gespräch dazu erinnern können, weil wir es als Eltern so nebenbei, so sozusagen unaufgeregt erzählt haben, dass, naja, okay, sie dann einfach weitergehen. Dass es uns aufregt, das ist klar.
Ja, ich würde gerne noch zu dem Thema der Inhalte gehen. Und Taifun, ich würde dich bitten, auf die Folie mit dem Kettenbriefroboter zum Einstieg dazu zu gehen. Entschuldigung, wir springen heute herum. Sie werden dann in den Folien sehen, dass es noch ein, zwei andere gibt, aber mit Blick auf die Zeit und möchte ich gern dieses Thema noch anschneiden, weil ich einfach glaube, dass es ein ganz wichtiges ist und auch eines ist, wo die Kinder uns Eltern brauchen zur Beurteilung von Inhalten, mit denen sie so im Internet begegnen. Und ich beginne mit den Kettenbriefen, die in WhatsApp so daherkommen. Die Telefonnummer, die Sie hier dazu sehen, ist unser Kettenbriefroboter, ein Bot, den wir geschrieben haben, damit er dieses Computerprogramm Kindern hilft, solche Kettenbriefe einzuschätzen. Sie können sich diese Nummer notieren, in WhatsApp einspeichern und wenn Ihr Kind mit solchen Kettenbriefen konfrontiert ist, kann es die an unseren Roboter schicken und der schreibt dann zurück, ob das ein Kettenbrief ist oder nicht. Kettenbriefe bei Kindern, die so eine Herausforderung sind, sind solche, die Angst machen. Schick das weiter. Wenn du das nicht tust, dann passiert irgendetwas. So übliche Dinge sind, ich bin ein Monster und schon 26 Jahre tot und schlafe unter deinem Bett und komme heute Nacht oder so dieser Sorte. Oder, und das finde ich besonders fies, wenn du das nicht weiterschickst, stirbt deine Mutter. Meistens ist es die Mutter und das nicht jetzt gleich, sondern aber erst in 4 Jahren, in 2 Jahren, in einem Jahr. Ich erinnere mich an eine Geschichte, als ein Polizist mir erzählt hat, der ein weinendes Kind in einer Schulung hat, der auch die Polizei macht, so Präventionsworkshops, und der hat erzählt, dass da ein Kind ungefähr so in diesem Alter, fünfte, sechste Schulstufe, weinend in so einer Schulung war und gesagt hat, ja, ich bin schuld, dass meine Mama Krebs hat, weil ich habe diesen Kettenbrief nicht weitergeschickt. Und Kettenbriefe sind so eine besondere Herausforderung, weil wir alle, wurscht wie alt wir sind und wie wir aufgewachsen sind, wir kennen Kettenbriefe. Wir kennen Kettenbriefe in verschiedenen Varianten. Wir haben schon unsere Erfahrungen und wir wissen, Kettenbriefe sind ein Blödsinn. Kettenbriefe können Lügen verbreiten, Kettenbriefe können falsche Informationen verbreiten. Aber Kinder wissen das nicht. Ja, und danke für den Lob, den ich hier im Chat lesen kann. Freut mich, wenn unser Roboter da hilft. Es ist ein wirklich interessantes Projekt. Und gerade bei so Kettenbriefen macht ein Bot auch wirklich Sinn, weil es ist immer das Gleiche. Ich bin ein Monster und wenn du das nicht weiterschickst, passiert das und das. Okay, abgesehen davon, um was geht es denn bei der Bewertung der Informationen? Gehen wir jetzt 2 Folien weiter. Es geht um die Informationskompetenzen der Kinder und das ist vor allen Dingen so in diesen 3 Bereichen. Wo kann man denn verlässliche Informationen finden? Wie kann man Informationen, die man findet, auch beurteilen? Und was tut man damit? Nehmen wir das Beispiel der Kettenbriefe in WhatsApp. Also ich bin das Monster und wenn du das nicht weiterschickst, und so weiter. Sie können sich's jetzt schon vorstellen. Solche Dinge kann ich natürlich in die Suchmaschine eingeben und schauen, was ich dazu finde. Und da werde ich gleich gerade bei diesen Dingen sehr oft finden, das ist ein Kettenbrief, das sind Lügen, und so weiter. Es werden viele Beispiele bei den Bildern kommen. So, und wie kann ich jetzt als Kind hergehen, ob diese Informationen stimmen oder nicht stimmen? Ja, und da ist es immer notwendig, viele Quellen zu vergleichen, einfach auch zu schauen, wo sind verlässliche Quellen. Und da gibt es ja ganz viele so Fact-Checker-Seiten verschiedenster Art und Weise, wo ich mal nachschauen kann, was gibt es dort, sind das jetzt Falschmeldungen oder nicht. Und was tue ich dann mit diesen Informationen? Also im Beispiel des Kettenbriefs, schicke ich es weiter oder schicke ich es nicht weiter? Wir Menschen sind immer so programmiert, dass alle
Dinge, die uns sehr aufregen, wir eher weiterschicken würden. Wir also dieser Aufforderung auch nachkommen. Und hier die Kinder zu stärken, das nicht zu tun, ist etwas, was man tun kann oder muss. Und gerade die Kettenbriefe, die den Kindern wirklich Angst machen, dann sie hier so zu stärken, zu sagen, du sozusagen, du musst das nicht weiterschicken, es passiert das nicht, was hier drinnen ist. Und das mit der nötigen Autorität hilft den Kindern schon ein Stück weg, dann auch mit diesen Inhalten umzugehen. Gehen wir aber noch mal ein Stück weiter nach vorne und wir kommen auf die nächste Folie. Eins der Dinge, die wir Kindern auch weitergeben können, ist, welche Suchmaschinen denn für Kinder auch vielleicht bessere Inhalte liefern als Google. Google, Wikipedia und so, das sind so Plattformen, die auch Kindern im Alter ihrer Kinder ganz häufig nutzen und ganz selbstverständlich nutzen, aber sie sind unter Umständen nicht die Orte, wo sie verlässliche Informationen finden, beziehungsweise, ja, ich stamme ja vom Safe Internet, mich beschäftigt auch das Thema, ist es wirklich notwendig, dass die Suchmaschinen alle Daten der Nutzenden speichern, verwenden, weitergeben, für Werbezwecke hergeben und gibt es da nicht auch Alternativen? Und auf dieser Seite sehen Sie sozusagen auch andere Angebote, wobei ich Ihnen hier sehr FragFin ans Herz legen möchte, weil es einfach gerade noch in der fünften Schulstufe eine gute Plattform ist, um wirklich kindgerechte Inhalte zum Beispiel für schulische Zwecke zu finden. Und von der Suchmaschine Quant, einer europäischen, einer französischen Suchmaschine, gibt es eine Kindervariante, die, wenn möglich, vor auch ungeeigneten Inhalten schützen soll. Ich habe die Suchmaschine für Kinder von Quant nicht so ausführlich getestet wie Quant. Quant ist mittlerweile meine hauptsächliche Suchmaschine, finde eigentlich alle Inhalte und ich merke, dass ich keine Werbung zu den Inhalten kriege, die ich mal in Quant gesucht habe, dass das also auch wirklich hilft. Und Swiss Cows, die Schweizer Kühe, ist eine besondere Suchmaschine, auch eine, die die Privatsphäre schützt, aber sie hat noch etwas dabei, das ich sehr besonders gut finde, wenn es um Kinder geht. Es zeigt nämlich grafisch neben meiner Suche auf, dass welche anderen Suchbegriffe noch zu diesem Bereich möglich wären. Und Suchbegriffe zu kennen ist etwas, was für Kinder ganz schwer ist. Ja? Die tun sich da extrem schwer. Sie möchten immer am liebsten den Satz, die Frage, die sie haben, so wie es ist, in die Suchmaschine eingeben. Aber für ganz viele Dinge ist es immer noch sehr hilfreich, Suchbegriffe zu kennen. Und da hilft SwissCow einfach in Wirklichkeit, hier andere Begriffe zu bekommen. Viele dieser Dinge lernen ihre Kinder auch in der Schule, aber nicht bei allen Kindern passiert das. Lehrende sind halt auch sehr unterschiedlich. Nicht alle Lehrenden kennen sich mit all diesen Dingen auch immer aus. Daher sind ja auch da wir Eltern immer auch gefordert, solche Dinge unseren Kindern weiterzugeben, auch wenn das natürlich sinnvoll und hilfreich wäre, dass das auch in der Schule passiert. Okay. Gehen wir noch zwei Folien weiter zum digitalen Fußabdruck. Digitaler Fußabdruck, damit ist so die Frage immer, was finde ich denn eigentlich so im Internet über mich, was ist so über mich bekannt und ist das gut oder schlecht, dass Dinge über mich bekannt sind im Internet. Und das ist etwas, was gerade so mit Kindern in der sechsten Schulstufe, also so Elfjährigen schon durchaus Sinn macht. In der ersten Klasse habe ich den Eindruck, vielleicht noch weniger, weil sie da auch noch nicht so viel online unterwegs sind. Und da sind Kinder oft ganz erstaunt, was sie denn da so alles finden. Gutes, Schlechtes, wie beurteile ich das? Nehmen wir das Beispiel, der Sportverein postet auf seiner Homepage,
die Geburtsdaten der Kinder, weil man nachweisen muss, dass die in einem bestimmten Alter sind, um an einem Wettkampf XY teilzunehmen. Wir vom Safe Internet, wir unterrichten, dass Geburtsdaten im Internet nichts verloren haben, weil das Geburtsdatum ist das eins der wenigen Dinge, die ich in meinem Leben nicht mehr ändern kann. Das habe ich immer und das wird immer ein Ding sein, das nur mit mir verbunden ist. Das kann ich also nicht mehr ändern. Und wenn das mal die Runde macht, dann können es auch andere für mich verwenden. Es ist auch so, dass in manchen öffentlichen für sich Angeboten das Geburtsdatum ein automatisches Passwort ist. Und wenn das mal bekannt ist, ja, dass vielleicht jemand anderer auch nutzen kann. Ich weiß schon, da gibt es immer noch andere Faktoren auch, aber es trotzdem sinnvoll ist, das nicht weiterzugeben. Und da können wir Eltern schon etwas tun, nämlich auch einen gewissen Druck auf Sportvereine oder andere Institutionen ausüben, dass solche Dinge nicht auf der Homepage bekannt gegeben werden. Dass das Kind einen Preis gewonnen hat in einem sportlichen sozusagen Zusammenhang, dass das veröffentlicht wird, das sind definitiv Dinge, die sehr wünschenswert sind, wo sich die Kinder auch immer wieder freuen, wenn sie das bei solchen Suchen auch finden. Die Bandbreite an Dingen, die Kinder finden, ist echt groß. Und gerade wenn ihre Kinder in sozialen Netzwerken unterwegs sind, ohne Erwachsenenbegleitung, also zum Beispiel TikTok verwenden, ohne 13 Jahre alt zu sein, was ja jetzt das Alter ist, das TikTok sozusagen als Einstiegsalter selbst ansieht. Nach der Datenschutzgrundverordnung in Österreich wäre dieses Alter 14 Jahre in Österreich. Das ist in Österreich bei uns das Alter, wo Kinder selbst entscheiden können, an welche sozusagen Unternehmen sie ihre Daten weitergeben. Das heißt, wir würden in Österreich, könnten wir sagen, 14 ist so das Mindestalter für die ganzen sozialen Netzwerke. Ja, das ist in der Theorie so, aber in der Praxis wissen wir, dass auch 8-9-Jährige in TikTok unterwegs sind und hier ihre Spuren hinterlassen. Und wenn hier keine Begleitung erfolgt ist durch Eltern, eventuell auch ihren Namen, den ganzen Namen als Usernamen haben und man dann von den Kindern, wenn sie 12, 13, 14 sind, ganz schön viel findet. Deshalb ist es auch so wichtig, hier Kinder zu begleiten und zum Beispiel zu besprechen, wie ein Name in so einem sozialen Netzwerk ausschaut. Es zu verbieten, macht durchaus Sinn, solange das geht. Wenn man aber sieht, dass einfach alle in der Umgebung dort sind das eigene Kind sich ausgeschlossen fühlt und es wahrscheinlich ohne meine Erlaubnis machen würde, dann macht es durchaus auch Sinn, mit den Kindern diesen Weg am Anfang gemeinsam zu gehen. Sollten Sie irgendwann für sich oder Ihre Kinder Inhalte finden, die unbedingt hinausgehören, immer bei den Quellen, dort wo sie veröffentlicht wurden, bitte löschen lassen. In der Suchmaschine Google kann ich Verknüpfungen zu einer Suche löschen. Das ist jetzt bei den Kindern eigentlich noch nicht so sehr eine Herausforderung, eher bei uns Erwachsenen. Und die Internet-Ombudsstelle ist hier auch noch eine Möglichkeit, das eine oder andere wieder loszuwerden. So, und jetzt sehe ich schon, dass wir mit der Zeit sehr fortgeschritten sind. Und jetzt möchte ich noch unbedingt Ihnen eins ans Herz legen, ein ganz zentrales und wichtiges Ding. Das ist nämlich der Mediennutzungsvertrag. Das ist ein Angebot. Wir kommen damit auf die nächste Seite in der PowerPoint-Präsentation. Mediennutzungsvertrag.de ist ein Angebot unserer deutschen Kollegen und Kolleginnen. Das Pendant zu safeinternet.at ist dort ClickSafe. Das ist ein kleines Programm, das Ihnen als Eltern hilft,
zu vielen Themen und Sie sehen das rechts, also das, was für Regeln haben wir, wie lange Zeit, was darfst du auf welchen Geräten, wie schaut es mit Geld aus, wie lange darf man spielen und so weiter. Da gibt es verschiedenste Dinge, die man hier miteinander festlegen kann. Dieser Mediennutzungsvertrag hilft einfach, so den Überblick zu behalten, zu schauen, dass man wirklich alle der relevanten Themen hier besprochen hat, nichts übersehen hat. Und den kann man dann, Sie sehen da so in der Mitte, einen fertigen Mediennutzungsvertrag sozusagen, den können Sie dann ausdrucken, miteinander unterschreiben, auf den Kühlschrank hängen und 2 Wochen später wieder überprüfen, ob so gepasst hat. Und das ist etwas, das möchte ich Ihnen zum Schluss jetzt noch mitgeben. Alle Verträge, Abmachungen, Regeln, die Sie mit den Kindern machen, die die Kinder mit Ihnen machen, weil das passiert dann garantiert auch, die sind immer wieder zu hinterfragen und zu adaptieren. Die Kinder werden älter, die Situationen ändern sich, die Herausforderungen ändern sich, sie werden auch kompetenter in Dingen. Und daher ist es ganz wichtig, dass man solche Sachen auch immer wieder bespricht. Und man kann es auch anders angehen. Man kann auch sozusagen sowas wie gemeinsame sozusagen Ziele sagen. Ja, okay, so und so viele Hausaufgaben sind zu machen. Und solange das passt, ist alles andere möglich. Also auch so umdrehen kann man es. Das ist ja dann etwas, was eher bei den Älteren auch durchaus Sinn macht. Also Kinder hier zu unterstützen, auch selbstbestimmt diese Dinge angehen zu können. Weil man muss sagen, sie müssen es irgendwann lernen. Es hilft nichts. Wir Eltern leiden ganz sicher bei manchen Kindern sehr viele Jahre mit, wenn sie es nicht und nicht hinkriegen, die schulischen Dinge zu machen. Aber im Endeffekt sind sie es, die es in der Hand haben. Und je mehr ihnen das bewusst und klar wird, und je früher ihnen dieses bewusst und klar wird, desto leichter haben sie es auch selbst mit sich und mit ihren schulischen Verantwortungen. Ja. Und daher kann sowas wie ein Mediennutzungsvertrag etwas helfen, aber er ist nur so sozusagen für eine bestimmte Dauer einfach auch wirklich gültig, und das Gemeinsame immer wieder auch anschauen und adaptieren ist da etwas ganz Wichtiges. Was da immer auch drinnen ist, und damit bin ich bei uns Eltern, auch für uns machen die Kinder Regeln, auch uns kritisieren die Kinder, auch uns werfen sie vor, dass wir zu viel online sind, dass wir keine Zeit für sie haben, dass wir uns lieber mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigen. Und gehen wir in uns, und das wird hin und wieder auch stimmen, weil es wird hin und wieder einfach auch wichtiger sein, gut sozusagen über die Runden zu kommen, nicht auszuzucken in manchen Situationen, wenn das Leben einfach zu viel wird. Aber es ist ganz wichtig, dass wir da auch unser Verhalten reflektieren und dass wir uns den Spiegel von den Kindern vorhalten lassen und dann auch unser Verhalten entsprechend ändern, weil ja, sie machen uns einfach nach. Damit ende ich jetzt mal und schau mal zu euch, was für Fragen so noch gekommen sind. Ein paar konnte ich im Chat selbst verfolgen, ein paar sind auch an mich privat gegangen, die habe ich versucht gleich mitzunehmen. Aber schauen wir mal, was noch gekommen ist. Ja, danke, Barbara. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir sind jetzt hier im Fragenteil angekommen, wobei, wie es Barbara schon gesagt hat, wir konnten einige schon während des Webinars klären. Danke auch für alle, die Fragen hier eingeschickt haben im Chat. Wir haben noch einige, ja, was heißt einige nicht, ein paar Fragen sind noch offen. Machen wir mal allgemeinere Fragen. Eine Suchmaschinenfrage: Was hältst du von Ecosia?
Die Frage kommt mir sehr bekannt vor. Ja, die Frage kommt da immer wieder. Ecosia ist eine Suchmaschine, die damit wirbt, dass sie sozusagen das Teil des Einkommens, das sie hat, über Werbung hat, in Bäume, Pflanzen oder andere Umweltschutzmaßnahmen setzt. Und daran sieht man schon nicht, dass Suchmaschinen natürlich ein gutes Geschäft sind und es ganz super ist, wenn manche dieser Suchmaschinen sozusagen ihre Gewinne dann auch so anlegen. Von den Inhalten her ist es so, dass Ecosia auch Google nutzt und daher ähnliche Ergebnisse hat wie zum Beispiel Startpage, das auch so eine Suchmaschine ist, die auf Google basiert. Vielen Dank für Ihre Fragen erstmal im Chat. Wir werden die von Barbara beantworteten Fragen dann mit den Folien auch veröffentlichen. Zu den Fragen, die jetzt gerade noch gestellt worden sind, mein Kommentar, wenn Sie anwendungsbezogen sind, also wenn Sie hier Fragen zu einem gewissen Programm oder zu einer Internetseite haben, dann liegt es nahe, sich auf den bei der Anwendung oder im Support also des Programms oder des Anbieters schlau zu machen. Leider können wir hier nicht dezidierte Tipps oder Empfehlungen zu Programmen oder Anwendungen oder Internetseiten geben. Also bei YouTube weiß ich, da finden Sie das auf unserer Seite safeinternet.at bei den Privatsphäre-Einstellungen. Da gibt es was zu YouTube. Beispielsweise. Da gibt es da gibt es was. Ja. Hilfe aber geben. Ich maße mir nicht an, YouTube-Experte zu sein. Das wollte ich nicht damit. So, jetzt müssen wir aber langsam doch zum Schluss kommen. Gut, machen wir den Abschluss. Natürlich gibt es noch weitere Angebote hier beim ÖRD. Zum Thema Safe Internet für alle Lehrerinnen und Lehrer hier im Meetingraum sei gesagt, dass es auch den sogenannten Safe Internet MOOC gibt, einen Online-Kurs, den Sie besuchen können, empfehle ich Ihnen sehr. Dann ebenso für alle Lehrerinnen und Lehrer, aber auch natürlich für interessierte Eltern, deren Kinder an Schulen sind, die vielleicht an dieser Digital Level Up License teilnehmen möchten oder wollen. Hier nochmal, das ist so eine Art Computerführerschein, nur sehr niederschwellig, um in das Thema digitale Medien auch und deren Nutzung reinzukommen. Und auch ebenfalls jetzt nochmal noch Werbung, weil auch an dezidiert Schulen und Lehrerinnen und Lehrerinnen gerichtet, der Bildungspreis Klasse Lernen. Dort die Möglichkeit mit kreativen, nicht unbedingt, aber wünschenswert wäre es natürlich schon, digitalen Projekten dort dran teilzunehmen. Die Einreichfrist ist eben noch die nächsten 3 Wochen. Mehr dazu unter diesem Link in Kooperation mit der Ars Electronica in Linz. Wie können wir als ÖRD Sie noch unterstützen? Weil Sie haben ja bestimmt noch weitere Fragen eventuell. Dann bietet es sich an, entweder auf unsere Homepage zu gehen, digitaleslernen.ÖRD.at. Dort gibt es eine große FAQ-Seite, aber auch diverse Newsbeiträge und diverse Unterseiten, wo Sie Informationen finden. Und wenn Sie speziellere Fragen haben, dann bietet sich natürlich die E-Mail-Adresse an, digitaleslernen.ÖRD.at, um Ihre Fragen vielleicht organisatorischer Art uns mitzuteilen. Und wenn Sie aber proaktiv Informationen bekommen möchten, dann hier nochmal der Aufruf zur Anmeldung des Newsletters. Ich glaube, die Frau Fiegelhuber postet eh die diversen Links in den Chat. Danke dafür. Und jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr anders zu sagen, als dass wir eine sehr geringe Dropout-Quote hatten während des Webinars. Ich glaube, wir waren konstant über längere Zeit bei 180 Personen. Danke für Ihre Konzentration und dafür, dass Sie heute Abend da waren. Sie sind wahrscheinlich höchst engagiert in dem, was Sie tun, entweder als Lehrer, Lehrerin oder als Elternteil. Und danke, dass Sie hier waren. Danke auch an dich, Barbara, für diesen unglaublich tollen Vortrag heute. Ich glaube, es war für jeden was dabei. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als Ihnen noch einen schönen Abend zu wünschen und vielleicht sieht man sich bei einem ein oder anderen Webinar. Bleiben Sie informiert, wenn Sie regelmäßig auf die Veranstaltungsseite des ÖRDs gehen. Danke Ihnen und schönen Abend noch.